Herzlich willkommen zurück hier in Medieval Dynasty. Ich habe mich heute spontan entschlossen, dass wir uns hier auf das Pferdchen schwingen. Wir werden zum einen ein paar Materialien einladen, die wir verkaufen können. Dann können wir die einmal verkaufen gehen. Und zum anderen können wir uns dann auf den Weg machen und können in einer Höhle bisschen was abbauen und mitbringen. So an Gestein. Schauen wir mal, was wir hier so haben zum Verkaufen. Die ganzen Körbchen hier. So viel Holzlöffel brauche ich auch nicht. Ansonsten. Stoffe hier brauche ich. So viel Pelzschuhe brauche ich nicht. Da kann ich einen Teil hergeben. Haben wir hier von irgendwo richtig viel, was wir auch nicht brauchen? Na, jetzt nicht wirklich, oder? Fällt mir gerade auf, wir haben keine Säckchen. Doch, das ist noch ein Säckchen, was die in der Landwirtschaft nutzen können. Habe ich denn eine Eisenspitzhacke oder so dabei? Jawohl, perfekt. Von was haben wir richtig viel? Leinsamen, oha. Kriege ich dafür Stück 5? Dann zwackt man mal da die Hälfte ab, hätte ich gesagt. Warum auch nicht? Moment, vielleicht noch einen kleinen Snack für unterwegs. Darf ich raus? Was nehmen wir denn da? Ein paar Birnchen. Damit hätten wir ein bisschen Snack. Und wir könnten uns auf den Weg machen. Ziel soll sein. Uiuiui. Die Höhle gegenüber hier. Auf der anderen Seite des Flusses. Bedeutet, wir gehen jetzt mal vor Richtung Gustovia. Oder vielleicht können wir auch schon früher abbiegen und können unsere Materialien in Branica, Baranica irgendwo verkaufen. Yay, Gas hier. Ist echt eine feine Sache hier mit dem Pferdchen, die ganzen Strecken zurückzulegen. Das macht einfach das ganze Spielgeschehen viel dynamischer, viel schneller. Man kann sich viel mehr auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Ich liebe das einfach. So, hier rüber. Moment, wir müssten doch eigentlich hier lang können und da vorne dann irgendwo rechts hoch. Soweit ich mich erinnere. Da nicht sogar angeschrieben? Jawohl. Dann müssen wir gar nicht nach Gustovia verkaufen, weil das Ganze woanders. Und mit dem Pferd ist es plötzlich auch so schnell erledigt. Also ich hätte es gedacht, ich muss noch 2 Minuten reiten oder so. Genial. So. Wer ist denn hier Händler? Wer hätte denn gerne etwas? Hey, lass mich durch. Dankeschön. Da drin. Du? Hello. Alina, zeig mal deine Ware. Na, diesmal machen wir es andersrum. Ich habe alles für dich, ja? So,
saure Milch. Da fällt mir noch ein zur letzten Folge, wo ich gesagt hatte, pro Leinsamen. Ach, sie nimmt nur 214. Okay, ich dachte schon, hä, ich krieg genau eins. Nee, ich krieg mehr. Jetzt hat sie wahrscheinlich kein Geld mehr und will gar nichts mehr. Genau. In der letzten Folge hatte ich ja erwähnt. How can I help you? Best goods in the valley. Jetzt bin ich komplett raus. Jetzt gib mir erstmal dem hier seine Leinsamen. Der ist ja übel geil. So, jetzt in der letzten Folge hatten wir die Geschichte, dass ich immer mehr Nahrungsmittel übrig habe, wo ich dann die Argumente gebracht habe, ja, ich habe hier mehr bessere Werkzeuge, mehr Fläche, bessere Arbeiter und so weiter. Aber es kommt ja auch noch dazu, dass ich eine Küche gebaut habe, wo ein bisschen was verbaut wird, verarbeitet wird. Und durch diesen Verarbeitungsprozess werden die Lebensmittel auch aufgewertet, womit die dann quasi besser sind. Und hier gibt es nicht zufällig Schafe. Ich sehe gerade keine. Ja, wo ich dann quasi aus einem Apfel so gesehen mehr Leute satt machen kann wie davor. Gehen wir erstmal hier in die Höhle. Und dann können wir im Anschluss im nächsten Dorf noch ein bisschen was verkaufen. So, komm. Ui, aua. Mein armes Pferdchen hier. Da wollte ich gar nicht den Berg hoch. So, habe ich denn meine Axt schon zugewiesen? Ja, auf der 6. Kupferader. Holen wir uns da einiges an Kupfer raus. Kupfer und Zinn brauchen wir, glaube ich, damit wir Bronze machen können. Also, es ist definitiv so, dass wir aus den zwei Dingen Bronze machen können. Nur das bedeutet einfach, dass ich vorrangig die zwei abbauen muss, damit wir das tatsächlich auch tun können. So, erstmal das Pferdchen voll machen. Wenn ich hier überlege, da kriege ich ja nochmal 4000 Münzen, wenn ich die ganzen Leinsamen hier voll verkaufe. Jetzt bräuchte ich die Fähigkeit, mein Pferdchen rufen zu können. Dann könnte ich hier einfach immer schön gemütlich weiter reinlaufen. Aber die habe ich noch nicht. Ich mache jetzt hier vorrangig mal Kupfer und Zinn. Und das Salz lassen wir erstmal liegen. Pferdchen, ich brauche dich. Wo bist du denn? Bums. Ah, da ist noch was, oder? Genau, die habe ich übersehen. Da ist auch noch eine. Die sind so unscheinbar, die Zinnadern. Oh. Das wollte ich nicht. Hab ich. So, die Steine da rein. Und das Erz da rein. Okay, er ist schon mal zu schwer. Das heißt, jetzt hole ich noch für mich ein bisschen was. Dann können wir uns schon auf den Heimweg machen. Da
Da ist noch eine. Vielleicht einmal 10 noch und dann sind wir eh voll. Da sehe ich schon 10. Komm, eine geht noch. Weil ich muss natürlich auch bedenken, wenn ich gleich noch was verkaufen möchte, muss ich die Strecke auch langsamer laufen. Naja, wir kriegen das schon hin. Alles tun wir nur, um bessere Werkzeuge zu bekommen. Stimmt's, mein Pferdchen? Jawohl. Okay. Okay. Ich glaube, das werde ich mir nicht antun. Warte mal, wie schwer bist du jetzt? Kann ich jetzt trotzdem aufsteigen, wenn ich übel zu schwer bin? Okay, das ist ja wie ein Cheat hier. Ich muss nur das Gewicht vom Pferdchen in mich verlagern. Egal wie schwer das ich bin, dann kann ich plötzlich wieder schnell reiten. Was ist eure Meinung? Darf ich das so machen oder soll ich das besser bleiben lassen? So, wer bist du? Sind die zwei, die ich suche? Sind die da drin? Oh no, oh no. Jetzt habe ich halt ein Problem. Jetzt habe ich ein Problem. Laufen die ganze Zeit irgendwo rum und ich muss den hinterher reiten, wenn ich mit denen quatschen will. Das ist alles nicht wirklich hübsch. Wir machen das mal folgendermaßen. Jetzt möchte ich mal etwas verkaufen. Have a good day. Okay, die haben alle so 1000 Münzen. Mehr nicht. Ach, da ist er. Nichts tun hier, ha? Kaufst du ein bisschen was von mir ab? See you soon. 2 Stück, wunderbar. Okay. Wo sind meine Steinchen hin? Ich habe doch hier Steine abgelegt. Sind die in den Boden reingebackt oder was? Ist sehr interessant. Vielleicht bin ich blind, aber ich sehe die Steine nicht mehr. Ah, okay, die habe ich da rein. Hä, ich habe doch X gedrückt.
Seltsam. Egal, wir haben sie wieder. Halb so schlimm. Was machen wir denn jetzt? Wollen wir noch nach Tutki? Ja, wir können hier eh nicht drüber. Machen wir den Rundweg zu Ende. Es dürfen uns halt ja, nach Möglichkeit keine Banditen über den Weg laufen. Sonst haben wir vielleicht ein kleines Problem. Aber... Ne, ich glaube, auf dem Weg waren eh noch nie Banditen. Und wir sind ja trotzdem einigermaßen schnell. Von dem her alles. Tibi-Tobi. Na, nicht im Baum hängen bleiben. Ab nach Tutki. So, da vorne ist ein Händler. Sehe ich schon. Sehr schön. So, steig mir einmal ab. Und wenn ich jetzt die Steine nehme... Okay, ich habe langes X gedrückt und das ist zum Pferd transferieren. Ja, das kann man auch machen, wusste ich jetzt nicht. Ist an sich eine ganz, ganz nette Sache. Seid alle noch da drin oder wie? Ah, guten Tag. I've been a vendor since before you could walk. Wieder ordentlich Geld. Fällt mir gerade ein, wo ich die Hufeisen sehe. Farewell. Mir wurde mal gesagt, weil ich habe ein Hufeisen, dass ein Hufeisen reicht, um die Pferde zu beschlagen. Das könnte ich mal machen, dann wäre ich einen Ticken schneller unterwegs. Greetings. Let me show you my wares. Ja, zeig sie mal her. It was nice seeing you. Ebenso. Einen muss ich noch finden. Da. Da. Ist egal. Komm, mein Pferdchen. Ab. Geht die Post. Eselchen. Ah ja. Wir reiten jetzt einfach schnell noch in Denizia vorbei, dann verkaufen wir den Rest auch noch und dann haben wir, ich kann es nicht sagen, aber 6000 Münzen oder so diese Folge gemacht. Ist einfach richtig brutal. Und extrem wenig Arbeit damit gehabt. So, dann ab darüber. Über... Wie heißt's? Über Stock und über Stein. Warte, wir können doch... Ne, wir müssen da lang. Wir können nach unten lang, ja, aber dann sind wir im Walde. Dieser Weg führt direkt ins Dorf. Ach, mal wieder eine ordentliche Menge Geld, um unsere nächsten Steuern zu zahlen. Die müssen wir damit schon alles wieder drin haben. Können wir gleich mal reinschauen. Und den Rest kann ich dann nutzen, um diverse Dinge, die ich brauche, zu kaufen. Auch niemand. Okay. Schau mal kurz. Genau, fast 10.000 Münzen habe ich schon. Und aktuell müssen wir 1.600... Ja gut, aber es ist auch noch nicht wirklich viel vergangen. Kommt ja der Sommer, Herbst und Winter noch dazu. Wo sind sie denn, die Leutchen?
handeln wollen. Erzählt mir doch, warum ihr heute alle noch im Hause seid. Komm, wir müssen jetzt mal durch die Tür handeln. Ja, hoffe, du nimmst die alle. Wunderbar. Damit haben wir jetzt 11.000 Münzen. Richtig übel. Ich mache euch hier mal schnell Platz. Bevor ich mich hier um das zu schwere Pferdchen kümmere. Na, Satteltasche öffnen. Das wollte ich. Wunderbar. Haben wir die Geschichte auch abgeschlossen? Dann würde ich sagen, gehe ich wieder nach Hause, räume die Materialien ein und arbeite noch so ein bisschen was. Für diese Folge soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal, Iltis. Ciao, ciao.